In diesem Video wollen wir uns ein Beispiel ansehen, mit dem sich der Luftdruck im eigenen Körper erfahren lässt. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, was Luftdruck eigentlich ist, schaut euch dazu das Einführungsvideo an. Auf der Höhe des Meeresspiegels beträgt der Luftdruck ungefähr 1000 Millibar. Das entspricht 1 Bar. Auf einen Fingernagel wirkt dann der Luftdruck so stark, als würde 1 Liter Wasser auf ihn drücken. Die Luft übt auf den ganzen Körper betrachtet insgesamt die gleiche Kraft aus, wie 4 Elefanten auf den Boden ausüben. Das ist ganz schön viel. Warum merken wir das eigentlich normalerweise nicht? Einerseits liegt das daran, dass wir auch Luft in unserem Körper haben, beispielsweise in der Lunge. Auch sie übt einen Druck aus. Was ist aber mit den Armen und Beinen? Dort und überall anders in unserem Körper haben wir noch einen anderen Druck, den Blutdruck. Außerdem wisst ihr vielleicht schon, dass der Körper aus Zellen besteht. In jeder dieser Zellen ist Zellflüssigkeit, die ebenfalls einen Druck ausübt, den Zellinnendruck. Wie müssen sich nun der Druck von außen und der von innen zueinander verhalten, damit wir nichts merken? Muss der äußere Druck größer sein? Der innere Druck größer? Oder müssen beide Drücke gleich groß sein? Damit wir nichts von dem Luftdruck merken, müssen der Druck innen und der Druck außen gleich groß sein. Was passiert aber, wenn sich der Außendruck ändert? Der Außendruck ändert sich zum Beispiel mit der Höhe. Wenn du mehr dazu wissen willst, schau dir das Video Druckänderung in der Höhe an. Denken wir also an eine Situation, in der man sich schnell nach oben bewegt, zum Beispiel das Starten mit dem Flugzeug. Dabei hat man oft ein Druckgefühl in den Ohren, das zum Beispiel durch Kauen von Kaugummi oder Lutschen eines Bonbons wieder weggeht. Um das besser zu verstehen, schauen wir uns zuerst den Aufbau des Ohres genauer an. Hinter der Ohrmuschel befindet sich der Gehörgang, in dem das Trommelfell liegt. Vor und hinter dem Trommelfell ist Luft. Allerdings ist die Luft hinter dem Trommelfell von der Außenwelt getrennt. Wenn sich nun der äußere Luftdruck ändert, bleibt der Druck hinter dem Trommelfell also nahezu gleich. Je höher das Flugzeug steigt, desto niedriger wird der äußere Luftdruck. Dadurch drückt die Luft also von außen nicht mehr so stark gegen das Trommelfell wie die Luft von innen. Das Trommelfell wird nach außen gedehnt. Das erzeugt das unangenehme Gefühl im Ohr. Um das loszuwerden, müssen der Innen- und der Außendruck wieder angeglichen werden. Dazu gibt es im Ohr eine Röhre, die mit dem Rachenraum verbunden ist, die Eustachyröhre oder Ohrtrompete. Im Rachenraum entspricht der Luftdruck auch dem Druck außen, weil durch den Mund und die Nase ständig Luft mit der Außenwelt ausgetauscht und der Luftdruck angeglichen wird. Normalerweise ist die Ohrtrompete durch eine Art Ventil verschlossen. Bei Schluckbewegung oder auch beim Gehen spannen sich jedoch die Muskeln im Gaumen an und sorgen so dafür, dass sich die Röhre öffnet. So können sich der Druck innen und der Druck außen wieder angleichen. Deshalb hilft Kaugummi kauen oder etwas trinken oder auch gähnen. Solange das Flugzeug auf einer Höhe bleibt, ändert sich der Druck außerhalb nicht. Beim Landeanflug wird der Außendruck aber wieder stärker, sodass das Trommelfell durch den Druckunterschied diesmal nach innen gedrückt wird. Erneut hilft hier Schlucken oder Gehen bzw. im Allgemeinen einen Druckausgleich machen gegen die Schmerzen im Ohr. Generell merkt man diesen Druckunterschied im Ohr immer, wenn man sich schnell nach oben oder unten bewegt, beispielsweise bergauf oder bergab fahren im Auto oder im Zug oder in einem schnellen Fahrstuhl. Auch beim Tauchen merkt man einen Druckunterschied, allerdings ist es hier nicht nur der Luft-, sondern auch der Wasserdruck. In 10 Metern Wassertiefe ist der Druck auf den Körper bereits doppelt so groß wie an der Wasseroberfläche, nämlich 2 Bar. Taucht man weiter hinab, kommt alle 10 Meter ein weiteres Bar an Druck dazu. Damit das nicht zu unangenehm wird, müssen dabei ständig der Innen- und Außendruck angeglichen werden. Das gleiche gilt natürlich auch für das Auftauchen.